So. Na gut, ich gehe dann mal im Zeitraffer hier unten hin. Vielleicht ist da ja der Turm. Oder da in die Ecke gedrängt, aber das glaube ich kaum. Wahrscheinlich eher hier. Na gut, bis gleich. Mit einem Ruhm. Hallo, mein Freund. Ardruine, bitte helft mir. Ich kenne sonst niemanden, der es könnte. Mein kleiner Junge spielte in dem verlassenen Leuchtturm nordwestlich von hier. Oh, das könnte Turm sein. Und wurde von einer Meute Vorks eingekreist. Bitte vertreibt sie, damit ich ihn herunterlocken kann. Wir haben nicht viel Zeit. Jo, natürlich. Also der Turm ist auf jeden Fall schon mal hier, aber scheint nur ein Leuchtturm zu sein und nicht irgend so ein verlassener Magierturm. Ja, das sieht doch wie eine Mauer aus. Und da sind auch schon die Worge. Sieht verlassen aus. Ihr werft einen Blick hinein und seht lediglich modrige Balken und Schutt. Na gut, also reingehen wird man nicht können. Noch ein Worg. Den Jungen nicht. War das eine Falle? Naja, so oder so, wir können in keins der Gebäude reingehen. Dann gehen wir einfach mal zurück zu der Frau und schauen, was sie zu sagen hat. Das war hier doch irgendwo. Ja, genau. Wohl doch kein Hinterhalt. Ich bin euch so dankbar. Ihr habt ihn wahrscheinlich genauso verängstigt wie die Vorks. Wenn ihr weg seid, werde ich ihn herunterlocken. Hier, das ist das ganze Geld, das mein Mann diese Woche vom Markt nach Hause gebracht hat. Aber nehmt es ruhig. Das Leben meines Sohnes ist es mir viel mehr wert. Ruf hat sich verbessert. Schön, schön. Und da sieht man immer so ein bisschen die Relation. In einer Woche auf dem Markt hat ihr Mann 60 Goldmünzen verdient. Und wir laufen mit 8000 Goldmünzen rum. Also wir sind schon ziemlich reich. So, unser Ruf ist heldenhaft 18. Schön, schön. Also wir haben den Turm entdeckt. Auch wenn er nicht ganz das ist, was wir uns erhofft haben. Und dieser Deovern war in diesem Kartenabschnitt anscheinend auch nicht. Außer versteckt sich irgendwo hier in den letzten kleinen Viertelchen. Das heißt, ich laufe das kleine bisschen hier nochmal ab und schaue mir dann das Gebiet hier an, wo wir vorhin ja auch schon mal kurz waren. Aber wo wir nur durchgerast sind, um hier hinzukommen. Damit wir halt Schritt für Schritt die Küste abgehen und nicht mal hier mal da. Aber eigentlich hätte ich ihn auf hier getippt. Weil sein Bruder war ja ein Kartenabschnitt weiter im Norden. Und so zwei Abschnitte weiter ist schon ein bisschen weit. Weil die sind ja auch immer gleich so 12, 14 Stunden voneinander entfernt, die Kartenabschnitte. Ja, wir sind immer noch an der Schwertküste. So. Nö, hier ist auch nichts. Na gut, ab ins andere Gebiet. Obwohl, wollen wir vorher noch verkaufen? Geht eigentlich, aber die Steine und die Pfeile werden knapp. Naja, ein bisschen erforschen können wir das andere Gebiet ja schon mal. So, da. Und wir gehen mal direkt an die Küste. Zum einen wegen den Sirenen. Und den 2000 Erfahrungspunkten. Und zum anderen, weil da bisher am meisten los war. Also die Piratenhöhle, die Diebesbraut und so weiter. Das war ja alles recht nah an der Küste. Und wenn man hier schon Lager aufschlagen würde, wie dieser Devon, dann wahrscheinlich auch an der Küste, weil es leichter zu verteidigen ist. Halt nur von zwei Seiten zugänglich.
Und zwei oder drei Seiten zugänglich. Ach, wir sind in der Mitte der Karte reingekommen, ne? Ja, ich hatte mich schon gewundert, warum ich so schnell an die Karten rankomme. Und warum wir überhaupt keine Küste oder kein Meer im Westen haben. Nahegelegenes Minengelände. Minengelände? Die Mine ist da. Oder ist hier noch eine Mine? Fragen über Fragen. Aber ich guck mal ganz kurz nach Westen. Oh, geht's hier gar nicht? Komisch. Warum ist hier kein Wasser? Naja, also nach Westen können wir schon mal nicht. Dann schauen wir mal nach dieser Mine. Wenn nicht auf der Karte eingezeichnet ist, kann sie ja nicht besonders groß sein. Oder sie ist einfach nicht mehr in Betrieb und ist in Vergessenheit geraten. Wer weiß, wie lange der Stein da schon steht. Ja, wenn sich hier so auf die Stelle nichts ergibt, dann werde ich mal nach Neshkel gehen, unsere ganzen Sachen verkaufen bei unserem Lieblingshändler, jede Menge Steine einkaufen und mich danach dann wieder melden. So, das kleine Fitzelchen noch kurz. Vielleicht versteckt sich hier eine Mine. Oder ein Hobgoblin. Du auf Baroks Land. Barok sagt weggehen. Also geh. Nö, wir werden ihn auf jeden Fall belästigen, weil er ist ein Hobgoblin und sowas bringt man um. Ja, nee, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen rassistisch an oder so, aber das ist eine böse Rasse. Und wir sind ein Paladin. Wer ist dieser Barok? Und was wird er in dieser Sache unternehmen? Ich Barok und du ärgerst mich. Greift sie an. Plural? Nee, er ist immer noch alleine. Na gut, ein einzelner Räuber, der tot ist. Ah, na gut, das kannst du ihr. Zwei Ringe sind immer gut. Und 5 Goldmünzen. Oder 6. Wow. Er scheint ja mit seiner Masche richtig Erfolg zu haben. Na gut, genug der Scherze. Ich laufe jetzt mal nach Naschke. Die Kobolde nehme ich unterwegs mit. Bis später. Oh, nein, wir sind an der Ecke rausgekommen, wo auch der Nuba war. Also hier hatten wir im Feld den Plattenpanzer gefunden und sind nach da rausgeflohen. Das heißt, er müsste hier noch irgendwo in der Nähe sein. Schnell weg. Der ist so nervig, der Kerl. Weil sobald der einen erstmal gesehen hat und angesprochen hat, kann man auf der ganzen Karte nichts mehr machen. Also Inventar sortieren geht nicht, weil man wird hier immer aus dem Inventar rausgeholt, wenn er einen anspricht. Und gehen ist auch nervig, weil er dann immer wieder unterbricht. Aber gut. Merken in der Zukunft, wir haben Luba auf dem Feld geparkt. Nicht dahin gehen. Lass uns durch, du Bürger. So. Und unsere Händler. Meine Eide hat mir ganz schön eingeheizt. So. Und gucken wir mal, wie viel bei rumkommt. So. Wir möchten verkaufen. Und zwar die Smaragde behalten wir immer noch. Die brennenden Hände können weg. Ah, jede Perle von den Nymphen, Sirenen, was auch immer, 100 Goldmünzen, das läppert sich. Sind schon gleich bei 9000, er kauft auch keine Tränke, schade, schade. Könnten wir ja mal im Tempel versuchen, das da zu verkaufen, aber ich denke, die verkaufen nur und kaufen keine. So, das kann auch alles weg. Und ja, da ist noch jede Menge Schmuck. Obwohl, probieren wir mal.
Wir würden jetzt 875 bekommen. Ich spreche jetzt mal Freundschaft. Sagt sie, spricht jetzt mal Freundschaft. Nee. Was? Da. Charisma Modifikation. Charisma 18. Na okay, Kerogon hat Charisma 17, das macht nicht viel Unterschied. Aber gut, 875 hatten wir vorher bekommen. Bekommen wir jetzt? Ist das ein Scherz? Wir bekommen weniger, wenn wir mehr Charisma haben. Egal. 10.000 Gold geknackt. Das ist nicht egal. Aber jetzt wollen wir erstmal ganz viele Steinkugeln. 3, 4, 5. Voll. Ach ja. Genau deswegen installiere ich später den Mod. Ich bin versucht, das auch jetzt zwischendurch hier in Baldur's Gate 1 zu machen. Aber das ist halt, wie gesagt, ein bisschen gefährlich. So, alles da rein. Oh, du hast eine Menge. Das müsste erstmal reichen. Gebt nochmal ihr ein paar. So. Haben immer noch keinen Zauber übrig. Na gut, raus hier. Und rasten wir kurz im Gasthaus. Und Düner hier lernt mal einmal mehr identifizieren, weil wir haben ja ein paar Sachen, die da identifiziert werden müssen. So. Und schlafen. Zack. Dann schauen wir doch mal. Also der Umhang. Wolfsumhang. Spezielle Merkmale. Verwandlung in einen Wolf nach Wunsch. Oh. Na gut. Was für Vorteile das direkt hat, werden wir gleich mal testen. Und der Stab ist Lähmungsstab. Betäubt das Ziel, es sei denn, ihm liegt ein Rettungswurf gegen Zauberstäbe. Und bewirkt den Abzug von minus 4. Hä? Also muss das Ziel einen Rettungswurf gegen Zauberstäbe minus 4 machen? Oder kriegt er irgendeinen anderen Abzug von minus 4? Kann nicht verwendet werden von Kämpfern, Druiden, Klerikern und Dieben. Also auch wieder nur von ihr. Ja. Aber Lähmung ist auf jeden Fall praktisch. So, heil noch kurz. Und dann machen wir uns gleich wieder auf den Weg die Schwertküste entlang, um den Deerborn zu finden. Auch wenn es vielleicht nur dahingeredet war von seinem Bruder und der schon lange wieder weg ist, aber ein Versuch ist es wert. Und so oder so kriegen wir gute Erfahrungspunkte. Und gute Ausrüstung. So, das müssen wir auch identifizieren. Verletzungspfeil. Das kann verkauft werden später. Die hier auch. Den kann sie immer noch nicht lernen. Eispfeile kannst du immerhin. Ah ja, da sind noch ein paar. So, jetzt sind wir wieder gut ausgerüstet. Speichern. LP 42. Ich. So, wie ihr jetzt sehen könnt, bin ich doch schwach geworden. Hab den Mod installiert. Das heißt, wir können jetzt die Munition so hoch stapeln, wie wir wollen. Das heißt, ich gehe gleich wieder zum Händler und werde erstmal richtig viele Kugeln und Pfeile und dergleichen kaufen. Damit wir wegen so einer Lappalie nicht extra wieder ins Dorf rennen müssen. So. Und wir haben auch wesentlich mehr Platz im Inventar. Okay, wesentlich nicht unbedingt, aber mehr als vorher. So, Eispfeile kann auch da rein. Ja, also wie gesagt, das werde ich jetzt erstmal machen. Wir sehen uns dann gleich wieder.
So, das sieht doch gleich viel besser aus. Und raus hier.